Hallo allerseits, herzlich willkommen zu unserer transatlantischen Online-Diskussion zum Thema Diskriminierung durch Moderation. Was tun gegen Ungleichbehandlung marginalisierter Gruppen in sozialen Netzwerken? Mein Name ist Dora Siebert, ich arbeite für die Heinrich-Böll-Stiftung in Brüssel. Unsere Stiftung ist mit der Grünen Partei in Deutschland assoziiert und wir arbeiten an verschiedenen Themen. Dieses Event und die Kurzberichte, von denen Sie hören werden, sind ein gemeinsames Projekt unserer beiden Büros in Brüssel und in Washington, D.C. Heute werden wir uns mit der Content-Moderation beschäftigen und mit den Systemen, die in sozialen Netzwerken verwendet werden. Diese Systeme versuchen, verschiedene Inhalte zu löschen und dadurch zu moderieren. Content-Moderation hat deswegen auch Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit. Das Internet sollte ja ein Raum für Kommunikation und Meinungsfreiheit sein. Allerdings ist das nicht der Fall und es birgt verschiedene Risiken für unsere Demokratie. Gerade wird in Europa eine neue Regulierung besprochen, nämlich das Gesetz über digitale Dienste, und auch in den USA gibt es ein Gesetz, das derzeit besprochen wird, nämlich eine Modifizierung des Communications Decency Act. Wir haben verschiedene Redner dazu heute eingeladen, nämlich Christina Dinard, Dr. Brandeis Marshall, Shakir Smith und Timo Wölken. Wir haben auch verschiedene Online-Plattformen eingeladen, die haben aber unsere Einladung nicht angenommen. Ich freue mich auf unsere Diskussion und hiermit möchte ich an Jennifer Baker, unsere Moderatorin, übergeben. Vielen Dank für die freundliche Vorstellung und auch vielen Dank an die Heinrich-Böll-Stiftung für die Organisation dieses Events. Der Titel, wie schon erwähnt, ist Diskriminierung durch Moderation. Was tun gegen Ungleichbehandlung marginalisierter Gruppen in sozialen Netzwerken? Wie Sie schon gehört haben, werden wir von zwei Kurzstudien hören von auf beiden Seiten des Atlantik und danach werden wir eine kurze Diskussion führen. Schicken Sie uns bitte Ihre Fragen, aber ganz kurz noch ein paar Regeln. Sie sehen auf Ihrem Bildschirm auch eine Option zur Verdolmetschung. Wir haben heute eine Simultanverdolmetschung ins Deutsche und ins Englische. Sie können diese gerne verwenden, indem Sie auf das Globus-Symbol klicken und dann die Sprache Deutsch oder Englisch auswählen. Außerdem wird das Event heute auch aufgenommen und Sie werden das Ganze dann auf dem YouTube-Kanal der Heinrich-Böll-Stiftung finden. Dort gibt es auch eine Chat-Funktion auf YouTube. Wenn Sie Links teilen möchten, dann könnten Sie das dort auch tun. Die Q&A-Sitzung oder Session soll aber, wie gesagt, dann nur für Fragen an unsere Podiumsdiskussionsteilnehmer verwendet werden. Bitte halten Sie sich kurz. Das wird mir das Ganze dann leichter machen. Und damit möchte ich dann jetzt übergeben, und zwar als erstes an Christina Dinard. Sie ist eine freiberufliche Dozentin und Trainerin zu den Themen Antidiskriminierungsstrategien im Internet, antirassistische Konfliktlösung, digitale Kompetenzen, demokratische Debattenkultur und Demokratieförderungen unter jungen Menschen. Als stellvertretende Direktorin am Center for Internet and Human Rights leitete sie das Forschungsprojekt Democratic Meme Factory. Unter anderem, als sie wird nun einen kurzen Bericht vorstellen, bei dem es hier um die Rolle des Digital Services Act, also dem Gesetz über digitale Dienste, gehen wird. Vielen Dank und ich übergebe nun an Sie.
Erst einmal vielen Dank für die Einladung, auch dafür, dass Sie mir die Gelegenheit geben, hier mitzuteilen. Ich werde nun ins Deutsche wechseln. Zu dem Stand der Plattformmoderation für die LGBTIQA+-Community und die Rolle des Gesetzes über die digitalen Dienste. Ich gebe eine kleine kurze Zusammenfassung. Es gibt natürlich noch mehr, aber dafür müsst ihr in den Report gucken. Ich versuche, das Beste zusammenzufassen. Also der Bericht gibt die Situation für besondere Communities, in diesem Fall marginalisierte Gruppen wieder, im Bereich der Inhaltsmoderation. Und neben der Analyse und den aktuellen wissenschaftlichen Stand zu diesem Thema gibt es zwei Beispiele, die deutlich machen, wie sehr diese Menschen aus diesen Community-Kontexten eben unter Ausschluss in der Moderation leiden. Gleichzeitig bleibt der Raum Internet natürlich für diese Communities immer noch ein Raum des Empowerments, der Vernetzung und auch des Sichtbarmachens. Das erste Beispiel, was ich kurz anführe, und es gibt mehr davon, ist Planet Romeo. Das ist ein Dating-Netzwerk für Männer, Bi- und Transpersonen. Es ist eine etablierte Plattform, die noch aus Vor-Social-Media-Zeiten kommt, dem Web 1.0. Sie ist eigentlich ein Beispiel für ein wichtiger Ort für marginalisierte Communities, besonders in ihrem Coming-out-Prozess. Die App hat ein Beispiel ist, die App hat seit 2011 im Google Play Store ist sie 11-mal entfernt worden, vermutlich, weil sie unter bestimmte Kategorien wie Sexual Sensitive fallen, aber auch, weil dort sehr stark mit maschinengenerierten Entscheidungen gearbeitet wird. Dadurch entsteht natürlich ein ökonomischer Schaden für die App, aber natürlich vor allen Dingen der soziale Schaden für die Community. Der Google Play Store hat sich bis heute übrigens nicht zu diesen Anfragen geäußert. Dann ein weiteres Beispiel, was ich gebe, ist Salty, ein Netzwerk von Transfrauen und non-binären Personen, die über einen Newsletter, eine Website und eine starke Community mit Social Media Outreach verfügt. Wir haben heute Shakira hier, die uns bestimmt noch mehr über dieses spannende Projekt erzählen wird. Sie haben ihre Community motiviert, Inhalte, die sie gelöscht bekommen haben oder unterdrückt wurden, zu sammeln. Und bei diesen Posts finden sich häufig sehr betroffene Personen. Das sind non-binäre Personen of Color, die vermeintlich zum Beispiel als Escort, Service oder pornografisch gelabelt werden und dann auch gelöscht von den Plattformen. Aber auch Körperdarstellungen von Transpersonen sind zum Beispiel dort aufgeführt. Also alles, was sozusagen nicht einem klar zuordnenbaren heteronormativen Standard entspricht. Insgesamt gibt der Report aber auch vor allen Dingen viele Lösungsvorschläge für diese Probleme. Ich gebe hier nur ein paar Beispiele. Ich freue mich über Diskussionen über die weiteren. Und der Report verweist auch nochmal darauf, dass zum Beispiel Gay Romeo sehr nah an der Community moderiert und mit ihrer Hilfe auch arbeitet und sie einbezieht und ein Modell nutzt, in der sie sich mit der Community auseinandersetzt und sozusagen gar keine künstliche Intelligenz oder automatisierten Entscheidungen besonders brauchen, eben weil sie mit der Community zusammenarbeiten. Entlang des Entwurfs der Gesetze der digitalen Dienste gibt der Report oder empfiehlt er nochmal sehr genau, wie mit marginalisierten Gruppen, auf die besser eingegangen werden könnte. Vor allen Dingen auch, weil sie besonders betroffen sind von digitaler Gewalt, mehr als andere Gruppen und auch mehr Schutz von diesem Gesetz erhalten könnten, anstatt halt der Diskriminierung, teilweise der doppelten Diskriminierung ausgesetzt zu sein. Ganz kurz, also Zivilgesellschaft insgesamt muss stärker berücksichtigt werden, seien es die Userinnen online oder auch als Mittler für diese Gruppen, zum Beispiel durch gesicherte Verifizierung von Account, Trusted-Pfleger, Beratungsstrukturen für Betroffene können da sehr gute Brückenbauerinnen sein. Social-Media-Räte empfehle ich auch, können nämlich eben diese Empfehlungen als Moderation aussprechen, die auch vielleicht von den Plattformen dann nuanciert umgesetzt werden kann und eingearbeitet werden kann. Also da ist sozusagen wieder die Zivilgesellschaft auch mit involviert in diese Rede. Insgesamt brauchen wir ein nachhaltiges, diverses, digitales Ökosystem, in dem wir uns online bewegen. Deswegen muss der Blick auch unbedingt über die großen Plattformen hinausgehen
Und vor allen Dingen soll Gesetz nicht nur strafen, das ist so ein bisschen aus dem NetzDG auch abgeleitet, dass man sehr viel mit Strafen arbeitet, sondern ich denke, es sollten vor allen Dingen gute Beispiele, die community-nahe Beteiligung und besonders demokratische Content-Moderation machen, belohnt und gefördert werden. Das ist sozusagen, das ist nochmal anders gedacht. Zu guter Letzt ist natürlich die Bildung auch so ein Aspekt, immer übersehen, und Userinnen sollten wissen, welche Rechte sie online haben, gerade im Bereich der Content-Moderation, und das muss ihnen auch vermittelt werden. Auch das ist ein Lernen aus dem NetzDG. Wenn niemand weiß, dass ich dort mich melden kann, dann hilft mir das erstmal nicht. Ich schließe hier erstmal und freue mich auf die Diskussion und gebe weiter. Vielen Dank. Thank you very much, Christina. As you may guess, I'm of course listening in English, so waiting. Vielen Dank, Christina. Sie haben es wahrscheinlich erraten. Ich habe gerade noch der Übersetzung gelauscht, deswegen hat es etwas gedauert. Vielen Dank an unsere wirklich guten Dolmetscher. Sie sehen den Link zu diesem Bericht im Chat. Unser zweiter Bericht kommt von Dr. Brandeis Marshall, eine Wissenschaftlerin und Pädagogin, die sich mit den Bereichen Data Engineering, Data Science und Data Computer Science Education beschäftigt. Sie ist Professorin für Informatik am Spelman College und Fellow am Digital Civil Society Lab der Stanford University. Sie ist außerdem die Gründerin von Data EdX. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Eine Firma, die sich auf die Verbesserung der Datenkompetenzen von Arbeitskräften konzentriert, unter anderem. Es geht in Ihrem Bericht vor allem um die Diskriminierung schwarzer Frauen in den Vereinigten Staaten. Wir freuen uns nun, von ihr zu hören. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Jennifer. Die Firma heißt Data EdX. Keine Sorge. Vielen, vielen Dank erst einmal für die Einladung. Es freut mich wirklich, heute hier zu sein. Ich freue mich auch auf die Debatte. Die Debatte zum Thema Content, Moderation und algorithmische Diskriminierung. Ich möchte ganz zu Anfangs hier Gloria Baker erwähnen, die den Term Misogyne Noir geschaffen hat. Hier geht es um Feindlichkeit gegenüber schwarzer Frauen. Also nicht nur Frauenfeindlichkeit, sondern Frauenfeindlichkeit schwarze Frauen betreffend. Es gibt hierzu einen wirklichen Algorithmus oder eine Diskriminierung, die durch Algorithmen hier in meinem Bericht aufgezeigt wird. Ich habe versucht, Interaktionen online hier zu untersuchen und festzustellen, welche Diskriminierung es hier gibt, auch aufgrund von Algorithmen. Ich habe hier zwei verschiedene Beispiele in meinem Bericht. Sie können das gerne auch nachlesen. In jedem dieser Fälle antworten Frauen, schwarze Frauen, dann einmal bei Twitter und Facebook auf einen Post. Ihr Post, ihr Beitrag wird dann sogar teilweise als Hassrede eingestuft, wobei aber der ursprüngliche Post nicht als Hassrede eingestuft wird, obwohl es sich dabei um einen sehr, sehr fragwürdigen, riskanten Beitrag handelte, der dann teilweise sogar monatelang sichtbar war. Die Art und Weise, welche Beiträge wir online sehen und welche Beiträge von schwarzen Frauen online zu sehen sind, reflektieren wirklich auch die Erfahrung schwarzer Frauen in der Gesellschaft offline. Ich habe verschiedene Kategorien hier geschaffen in meinem Bericht, im Großen und Ganzen 9, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Und hier geht es um Werte für die Öffentlichkeit und außerdem für verschiedene Privilegien, die schwarze Frauen in der Gesellschaft erreichen möchten. Sie möchten als vollwertige Menschen gesehen werden und sie möchten ihre Würde sowohl offline als auch online
erhalten. Dieses Regelwerk soll dabei helfen, das Internet sicherer zu machen. Das heißt also, das Internet ist eine großartige Art und Weise, zu kommunizieren, zu teilen, sich miteinander zu vernetzen. Aber es ist auch ein Raum, wo wir unterdrückt worden sind, wo unsere Meinungen abgetan wurden, wo gegen uns diskriminiert wurde, wo wir ausgeschlossen wurden von Debatten. In meinem Bericht habe ich deswegen auch einige Empfehlungen. Ich bin natürlich keine Anwältin, deswegen sind sie nicht auf rechtlicher Natur hier richtig konzentriert. Aber es geht hier durchaus um einige Punkte, die natürlich auch von Christina Dinar erwähnt worden sind. Neben den Empfehlungen geht es in dem Bericht auch darum, bei verschiedenen Content-Moderationsstrategien auch einen Schritt zurückzugehen und sich noch einmal anzusehen, ob nicht auch schon zum Beispiel ein ursprünglicher Post problematisch ist. Das ist eine der Empfehlungen. Außerdem schlage ich hier dann auch vor, dass der ursprüngliche Post dann auch eine gewisse Propagation erfährt, also beziehungsweise, dass er entfernt wird. Und es geht vor allem auch darum, wie wir sicherstellen können, dass Inhalte, Beiträge im Internet wirklich inklusiv für alle Menschen sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Brandeis, und auch an alle Teilnehmenden. Sie können den Link zum gesamten Bericht, zur gesamten Studie hier im Chat finden. Bitte teilen Sie diese Studie dann mit Ihren Kollegen und Freunden. Nun möchte ich gerne die beiden anderen Podiumsdiskussionsteilnehmenden dazu auffordern, die Kamera anzumachen. Einmal Shakira Smith, die Forschungsdirektorin bei Salty Algorithmic Bias Collective. Eine Teilnehmerin, die sich in einem Projekt hier beschäftigt, wo es vor allem darum geht, die Stimmen von Frauen, Trans und Non-Binären aus der ganzen Welt zu unterstützen. Dann haben wir noch Timo Wölken, der seit 2016 Mitglied des Europäischen Parlaments aus Norddeutschland ist, für die Progressive Allianz der Sozialisten und Demokraten. Er hat unter anderem auch mit an dem Gesetz über soziale Dienste gearbeitet. Timo, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Natürlich auch vielen Dank an Shakira. Shakira, fangen wir doch mit Ihnen an. Vielleicht können Sie ganz kurz einmal darauf reagieren, was Sie gerade von Ihren Vorrednerinnen gehört haben. Ich möchte ganz kurz etwas klarstellen im Hinblick auf etwas, was Christina gesagt hat. Die erste Umfrage und der erste Bericht von Salty war wirklich eine Bemühung von Seiten der Basis. Ich bin erst später dazu gestoßen. Es war wirklich die gesamte Community, die sich dafür eingesetzt hat. Im Hinblick auf die Studien kann ich einfach nur sagen, dass es hier wirklich noch einmal klar dargestellt wird, welche Erfahrungen Menschen online haben. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist es, dass es einen Mangel an Transparenz gibt. Das betrifft vor allem transsexuelle Menschen, deren Content, deren Inhalte oft zensiert werden. Das ist auch etwas, was in den Studien noch einmal hier unterstrichen wird. Wir versuchen, unsere Daten als Open-Source-Daten zu veröffentlichen und sie wirklich auch zu teilen. Und das ist wirklich nützlich, denn diese Daten gibt es teilweise noch nicht an anderen Orten.
Es ist auf jeden Fall wichtig, bei der Berichterstattung verschiedene Konzepte wie zum Beispiel queer mit aufzunehmen. Das ist eine Top-Priorität bei unserer nächsten Umfrage und bei unseren zukünftigen Studien. Vielen Dank, Christina, dass Sie sich auch darauf konzentriert haben. Timo, ich möchte nun an Sie übergeben. Sie haben hier viele Vorschläge gehört. Es ging ja auch um das Thema Transparenz. Was ist denn Ihre erste Reaktion? First of all, I think both reports. Vielen Dank. Erst einmal denke ich, dass beide Studien ein wichtiges Thema ansprechen. Automatisierte Tools von Plattformen, die heutzutage verwendet werden, um Beiträge zu moderieren. Diese Systeme funktionieren natürlich nicht. Sie führen zu Diskriminierung. Das ist kein neues Thema. Das haben wir im Europäischen Parlament oft unterstrichen und debattiert. Und das ist vor allem ein Punkt, der zu berücksichtigen ist, wenn wir von Menschenrechten sprechen. Für mich als Mitglied des Europäischen Parlaments und natürlich auch anderen Mitgliedern ist das klar, dass wir verschiedene Mechanismen brauchen für das Melden dieser Probleme. Und wir brauchen verschiedene Systeme, wo man dagegen vorgehen kann. Brandeis Bericht hat es ja schon gezeigt. Automatisierte Tools haben eine integrierte Diskriminierung und sie begehen Fehler, selbst wenn von Seiten des Gesetzes hier Gegenmaßnahmen geschaffen worden sind und Verbesserungen durchgeführt werden. Und deswegen müssen wir vorsichtig sein und dürfen uns nicht vollständig auf diese Tools, auf diese Plattformen verlassen. Und ich möchte noch etwas unterstreichen. Ganz egal, wie viel wir versuchen, ein perfektes Content-Moderationssystem zu schaffen, es ist aus meiner Perspektive unmöglich. Wir müssen auf der einen Seite eine freie Debatte schaffen, dabei natürlich für Schutz sorgen, vor allem für verletzliche Gruppen. Ja, nur als Beispiel, wenn Plattformen haftbar sind für alles, was veröffentlicht wird auf ihren Plattformen, dann werden sie sicherlich viele Beiträge einfach löschen, selbst wenn diese nicht illegal sind. Das ist ein Risiko. Und deswegen denke ich, müssen wir statt auf Haftbarkeit eher uns auf andere Dinge konzentrieren, wie zum Beispiel Transparenz und dem Melden von Problemen. Und hier brauchen wir natürlich die Zivilgesellschaft. Und ich stimme Christinas Empfehlungen vollständig zu. Vielen Dank für diese Beiträge. Und bezüglich des Digital Service Acts möchte ich jetzt direkt zu Christina rüberwechseln, wo wir bei dem Thema europäische Vorschläge brauchen, was wir in Europa schon haben, zur allgemeinen Datenschutzverordnung. Das beinhaltet auch unter anderem die Erfordernis, dass Menschen informiert werden über größere Entscheidungen, die ihr Leben oder ihren Lebensunterhalt betreffen können, von Algorithmen oder künstlicher Intelligenz oder Programmen getroffen werden. Das betrifft größere Entscheidungen, die betreffen können. Wir sprechen hier nur von Content Moderation. Christina, denkst du, dass diese aktuellen Vorschläge auch greifend sind oder sind die eher zahnlos? Wird hier vielleicht auch übermoderiert? Wird hier vielleicht zu viel eigentlich legitimer Inhalt auch gelöscht? Was ich ganz interessant finde an der Debatte ist sozusagen, dass die Userinnen ziemlich übersehen werden in dem Ganzen, was das mit ihnen macht. Das heißt, Rechte sind wichtig und die werden in dem Digital Services Act auch so wahrgenommen und schon gestärkt. Aber ich sehe einfach ganz viel Bedarf, dass viel mehr von dem, was du gesagt hast, von diesen Zähnen mit diesen Menschen sein muss, die da draußen sind und die jeden Tag Sachen hochladen, die dort diskutieren, die sich auseinandersetzen. Und was mir bisher ein bisschen fehlt, ist, dass dieser
dieser Act oder dieser Entwurf eben dort an den Bedürfnissen der Menschen sind, also an ihren Schutzbedürfnissen, aber auch an sozusagen ihren Rechten. Da ich ja aus Deutschland komme, es gibt dieses sogenannte Netz-DG und das ist, kann man schon ein bisschen sehen als so einen Vorläufer oder was, wo wir gut beobachten können, was macht man denn, wenn man das reguliert, wenn man mehr anzeigen kann und mehr melden kann. Und wir haben sehr genau gesehen, ich weiß nicht, wie viele Menschen das Netz-DG kennen. Ich weiß nicht, wie viele Userinnen das kennen. Ich weiß nicht, wo der Knopf ist. Es gab sehr viel Streit darüber, dass die Plattformen diese Sachen sehr versteckt haben, dass sie letztendlich alles über die Community Guidelines gesagt haben. Und das zeigt so ein bisschen, dass sich dieser Konfrontation mit den Einzelnen oder mit den Usergruppen der Community irgendwie nicht gestellt wird. Nicht seitens des Gesetzes und nicht seitens der Plattform. Und ich wünsche mir einfach, dass das mehr stattfindet, dass Menschen mehr involviert werden. Und das kann man zum Beispiel zu Community Management oder, was Timo gesagt hat, Zivilgesellschaft mehr reinziehen und mehr reinholen und auch fördern und sozusagen entlohnen. Und bisher sehe ich in dem Digital Services Act, dass es sehr viel an die Plattformen gerichtet sind, dass die jetzt mal was machen müssen, aber viele werden übersehen. Zum Beispiel kleine Plattformen, kann man sagen, nein, aber auch die Menschen, die da draußen sind, die Communities. Thank you. Well, Christina, vielen Dank, Christina. Du hattest die Community Guidelines angesprochen. Brandeis, ich komme nochmal zu dir. Eine Debatte, die wir da oft haben, ist, dass diese großen Plattformen ja nicht die einzigen sein sollen, die entscheiden dürfen, was man sagen darf und was nicht. Und dann würde es ja mehr Sinn. Aber sind dann Community Guidelines, die von Politikern erstellt werden, der richtige Weg in Zukunft? Das ist vielleicht nicht so. Deswegen würden wir auch gerne wissen, in rechtlichen Fragen, was muss rechtlich geregelt werden, was sollten die Plattformen selber regeln können? Das ist vielleicht die entscheidende Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Wenn es um Gesetzgebung geht, dann sind da natürlich immer natürliche Grenzen gesetzt. Gesetzgebung kann immer nur so weit gehen, wie Christina schon sagt. Gesetzgebung soll wirklich eine harte Obergrenze bieten, aber die bietet ja nicht unbedingt automatisch die Umsetzung und Durchsetzung desgleichen in einem mit. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, hier die verwundbarsten Gemeinschaften zu schützen. Denn was in diesen Plattformen, auf diesen Plattformen passiert, ist, dass diejenigen, die am verwundbarsten sind, unsichtbar sind. Und dann findet ein Angriff statt oder dann wird hier hart moderiert und dann sind die auf einmal super sichtbar. Und das haben wir immer wieder und immer wieder erlebt. Zum Beispiel bei der Wahl 2016, wo es dann wirklich Desinformationskampagnen gegeben hat, die sich direkt an schwarze Gemeinschaften gesendet haben, um hier auch das Stimmverhalten zu beeinflussen, wo man dann wirklich auch versucht hat, sich die Persönlichkeiten von schwarzen Frauen zu eigen zu machen, um damit eine politische Agenda durchzudrücken. Und was die Plattform und ihre Regelung angeht, das ist eine Ebene, ja, aber was wir wirklich, wirklich brauchen, ist eine Aufsicht, die hier auch alle beinhaltet und dass diejenigen, die unterdrückt werden hier, nicht diejenigen sind, die damit beauftragt werden, hier den Schaden zu beheben. Nein, die dominante Community muss dann auch diese organisatorischen Veränderungen machen und die Minimisierung von Schaden und Verletzungen zur Priorität machen. Auch sozialer Schaden. Shakira, gleiche Frage auch an dich. Sind wir auf dem richtigen Weg mit diesem gesetzgeberischen Ansatz? Oh no, of course. I agree with Dr. Marshall. Also ich stimme Dr. Marshall zu, dass die Gesetzgebung hier einen Rahmen absteckt, Grenzen absteckt. Aber der schwierige Teil für mich ist wieder, wie können diese Gesetze auch durchgesetzt werden? Wer wird letzten Endes bestraft? Da stimme ich auch Timo zu, dass das Ganze letzten Endes wahrscheinlich so abläuft, dass am Ende einfach nur alles gelöscht wird, damit die Plattformen sich halt keinem Risiko aussetzen müssen. Und das wäre nur eine Verstärkung dessen, was bereits aktuell passiert. Und ich denke, Christinas Empfehlungen einer Dezentralisierung und einer direkten Beteiligung, eine Miteinbeziehung der Gemeinschaften ist in irgendeiner Form sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung.
und was Dr. Marshall hier angesprochen hatte, dass man hier auch Leute mit einbezieht, die außerhalb der dominanten Kultur stehen, die also nicht weiße Männer, die hier diese Plattform leiten, sondern andere. Das ist eben auch ein sehr wichtiger Faktor. Denn sonst kann es ja kaum einen Kulturwandel geben. Und ich als schwarze Frau zum Beispiel will in diesem Raum auch gar nicht sein. Das ist ja nochmal zusätzlich schädlich für mich. Also wie können wir hier wirklich eine kulturelle Verschiebung erwirken, ohne dass es zu weiteren Verletzten, zu weiteren Schaden kommt. Timo, ich möchte mal zu dir kommen. Ich möchte dich natürlich nicht persönlich beschuldigen, aber das Oppenheimer ist nicht der diverseste Ort der Welt. Sei es auf Ebene des Geschlechts, auf Ebene der Herkunft der Rasse oder auch, es ist alles sehr, oder auch als Klassenfragen. Also ist alles doch relativ einheitlich. Wie viele Diskussionen finden statt, wenn man über den Digital Services Act spricht hier? Der Digital Service Act, also das Gesetz zum digitalen Dienst, nun, wie soll ich es sagen? Sie haben selbstverständlich recht. Und es ist sehr wichtig, dass die Mitglieder, die beteiligt sind an der Schaffung dieser Gesetzgebung, so viele Interessenvertreter, so viele Stakeholder hören wie möglich, insbesondere aus der Zivilgesellschaft. Und ich bemühe mich darum, das zu tun. Als ich meinen Initiativbericht verfasst habe mit legislativen Vorschlägen an die Kommission zum Digital Service Act, habe ich stets versucht, hier auch eine gewisse Ausgewogenheit zu erreichen bei den Stakeholder-Meetings. Da gab es natürlich Lobbyinteressen, aber die Zivilgesellschaft war vor allen Dingen am Anfang sehr still, sehr ruhig. Die musste man also erst einmal motivieren, um sie auch mit ins Boot zu holen und diese Perspektive auch da in diesen Gesprächen anklingen zu lassen. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Wenn wir uns zum Beispiel mal ansehen, was letzte Woche in Ungarn passiert ist, also mit dem LGBT-Gesetz, das dort beschlossen wurde, und wenn wir dann Orbáns Ansicht, wenn Orbán dann hier die Förderung von Inhalten, die als LGBT wahrgenommen werden, verbieten will, dann frage ich mich, was das bedeutet für den Digital Services Act. Wie wirkt sich das auf den DSA aus? Und wir wollen ja hier ein gemeinsames Rahmenwerk für die Entfernung illegaler Inhalte. Aber natürlich sind die Dinge, die illegal sind, von einem Land zum anderen unterschiedlich. Und meine größte Sorge hier ist es, dass Ungarn zum Beispiel hier den Digital Service Act missbrauchen kann, um seine grauenvollen Gesetze wie dieses zum Beispiel durchzusetzen und auf diesem Wege dann die Löschung von LGBT-Inhalten erzwingen kann. Und wenn wir nicht sicher sein können, dass die Rechtsstaatlichkeit auch besteht in allen EU-Mitgliedstaaten, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, wie viel Macht wollen wir den Mitgliedstaaten an die Hand geben, wenn es um diese Fragen der Kontrolle von Inhalten geht. Man darf eben nicht nur auf die verschiedenen Marktplätze gucken, sondern auch, wie sich das auf die Gesellschaft auswirkt, auf unser Zusammenleben. Und momentan ist diese ganze Debatte wirklich auf die Märkte und die Marktauswirkungen konzentriert, auch im DSA. Es ging ja hauptsächlich ursprünglich um die Plattformen auf den sozialen Medien, aber jetzt ist auch der Ausschuss für der IMCO-Ausschuss, also für den Binnenmarkt, dafür mitverantwortlich. Und seitdem hat sich die Debatte ein wenig verlagert zu Fragen des Binnenmarkts und Handelsplattformen wie zum Beispiel Amazon und eBay mit ihren Kunden umgehen sollen, unter anderem. Und das ist sehr einseitig, sehr eindimensional, unglücklicherweise. Und da muss ich sagen, bin ich ehrlich gesagt ein wenig enttäuscht. Vielen Dank, Timo. Du hast da, glaube ich, mehrere Fragen schon beantwortet, die auch schon in der Frage-Antwort-Funktion gestellt wurden von unserem Publikum. Wie geht man mit illegalen Inhalten auf EU-Ebene um, wenn die nationale Gesetzgebung so vielfältig, so unterschiedlich sein kann? Wir haben diese Frage vielleicht nicht komplett beantwortet, aber wir haben sie zumindest angesprochen und als Problem klar erkannt. Wie kann man gewährleisten, dass die
Staaten hier auch die Rechte der Bürger schützen und nicht nur die der großen Organisationen. Auch das hast du angesprochen. Damit möchte ich nochmal zu Brandeis zurückkommen. Ich habe gesehen, dass du hier viel genickt hast, während Timo sprach. Kannst du vielleicht ein bisschen deine Reaktion dazu in Worte fassen? Ja, ich habe genickt, denn es gibt diese Konzentration darauf, wie man die Content Moderation, wie man also Moderation von Inhalten für Unternehmen machbar machen kann. Es gibt aber kein Gespräch darüber, wie Content Moderation wahrgenommen wird oder machbar gemacht werden soll für die Gesellschaft, für die Menschen. Und deswegen habe ich genickt. So sieht nämlich die Diskussion in den USA ebenfalls aus. Das ist alles extrem auf die Unternehmen ausgerichtet. Und die sind ja keine Menschen. Die sind zwar nach amerikanischem Recht Personen, aber sie sind eben keine Menschen. Und sie werden hier prioritär behandelt gegenüber den Bürgern. Und ja, das scheint also auf beiden Seiten des Atlantiks der gleiche Ansatz zu sein. Und wie Timo schon sagte, ist das enttäuschend, dass wir hier nicht den Menschen die Priorität geben. Wir sprechen hier von Usern, von Nutzerinnen und Nutzern. Und da muss sich etwas bewegen. Und auf beiden Seiten, denke ich, muss man hier wirklich bei den gesetzgebenden Einrichtungen ein neues Hauptaugenmerk finden. Die Menschen waren schließlich zuerst da. Und diese ganze Regierungs- und Gesetzgebungsarbeit, die ist doch eigentlich dazu da, um den Menschen zu helfen und nicht den Unternehmen. Es ist eine etwas verrückte Idee, aber trotzdem, man könnte das ja mal so versuchen. Ja, natürlich, Brandeis. Danke. Also wir sprechen hier über Lobbying, wir sprechen hier über Stakeholder. Und das bedeutet, dass hier natürlich wirklich sehr viel Druck ausgeübt wird und dass hier auch ein sehr großer Druck auf den Schultern der Zivilgesellschaft lastet, oder eine kleine Organisation hier gegen die großen internationalen Tech-Unternehmen antreten muss. Ja, genau das will ich ja damit sagen. Die waren eingeladen im Übrigen und sind aber nicht gekommen. Shakira, du wolltest das Wort ergreifen. Ich möchte noch auf das reagieren, was Dr. Marshall gerade sagte, zur Gesetzgebung, dass das Gespräch sich hier immer auf die Unternehmen konzentriert und deren Möglichkeiten und Kapazitäten bei den Plattformen. Ist es doch so, dass sie eigentlich genug Geld haben müssen, um einen weniger kosteneffizienten Ansatz der Inhaltsmoderation durchzuführen. Vielleicht ein dreistufiges System zum Beispiel, während dann die nuancierteren Systeme kosten mehr Geld. So viel ist klar. Aber die haben nicht nur erstens genug Geld, sondern wir als Nutzerinnen und Nutzer haben ja auch dafür bezahlt. Mit unseren Informationen und mit diesen Informationen werden Gewinne erzielt. Das heißt, man schuldet uns doch zumindest das. Christina, lass uns ein bisschen das auf und das nochmal erweitern, was Shakira gerade gesagt hat zur Inhaltsmoderation und zu den Nuancen, die da möglich sind. Ich weiß, dass du mit den Medien arbeitest, aber welche anderen Möglichkeiten der Inhaltsmoderation sind denn möglich, könnten die Plattformen machen, wenn der Wille und der Anreiz dafür bestünden? Ich stimme meinen Vorrednern extrem zu, auch was sozusagen das Geld angeht. Denn diese Firmen machen wahnsinnig viel Geld und das sollte sie doch was kosten, gute Content-Moderation zu machen. Das nur vorweg. Ich habe bei Wikimedia gearbeitet. Meine Aufgabe war es, Frauenanteil der Editorinnen zu erhöhen im Rahmen der Wikipedia. Und ich habe mich dort 2 Jahre lang sehr intensiv damit beschäftigt, wie das möglich ist, diverser und inklusiver zu werden. Denn auch die Wikipedia ist kein Traumprojekt, sondern hat natürlich Probleme mit sogenannten Themen, die hier gesagt wurden, Gerechtigkeit, Equity und auch Diversity. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem noch die fünftgrößte Website es ist die einzigste unter den größten, die gemeinnützig ist, die sozusagen einen öffentlichen Anspruch vor sich hinträgt, die ein Freiwilligenprojekt ist, sogar in der Content-Moderation, denn das machten die Wikipedianerinnen
alle selber. Das Interessante ist, dass wir hier auch offene Daten haben und sehr viel Transparenz darüber, was dort gut funktioniert und was nicht. Und deswegen trage ich hier auch immer diesen Gedanken rein, dass ich denke, Communities schaffen jede Menge Dinge auch sehr gut und auch begleitet. Ich bin ein großer Fan von sogenannten Community Management und das lehne ich eher so ein bisschen an. Das kommt nämlich auch aus den USA, aus dem Community Organizing, aus dem Townships und diese Frage, wie kann man Nachbarschaften wieder empowern, wie können Communities sich wieder selbst befähigen, und sehr ähnlich kann das mit solchen Spaces auch funktionieren. Wenn sie gut begleitet werden, dann können sie sozusagen ein sicherer, selbstbestimmter Ort für alle werden, an dem alle gut teilhaben. Auch das gibt es in der Wikipedia, aber nicht nur. Da ist einfach noch viel Arbeit zu tun. Aber es ist möglich, auf jeden Fall. Eine Sache möchte ich noch anführen, Jennifer, die ist mir auch noch sehr wichtig in dem Content-Moderation, wo es um Freiwilligkeit geht, weil man natürlich auf Freiwillige hat man unbezahlte Arbeit. Und dieser Aspekt ist natürlich in den Content-Moderationszentren überhaupt nicht mehr gegeben. Dort wird aber auch nicht gut auf Qualität geguckt, sondern da gibt es ja verschiedene Modelle, die habe ich in dem Bericht auch angeführt. Aber die Situation von diesen Menschen dort ist nicht besonders gut. Und ich glaube, wir könnten mit Community-Management präventiv auch diesen Menschen in diesen Zentren helfen, und auch die Plattform selber sind verantwortlich für diese industriellen Zentren, die sie da geschaffen haben. Well, I want to also bring in, there was a comment here or a question rather coming from our audience. Ich möchte noch einige Fragen aus dem Publikum mit einfließen lassen, unter anderem von Hannah Lichtenheller, die gefragt hat, was die Panelistinnen denken über die sogenannten Safe Spaces für marginalisierte Gemeinschaften und diejenigen, die unter digitaler Gewalt leiden mussten. Und das möchte ich direkt verbinden mit dem, was Christina gesagt hat, zur Arbeit von Freiwilligen. Wir können Alternativen schaffen. Wir können Situationen schaffen, wo all diejenigen, die marginalisiert werden, die an den Rand gedrängt werden. Aber wenn man denen dann diese Arbeitslast nochmal aufbürdet, ihre eigenen Räume zu schaffen, weil der Mainstream sie eben nicht mit offenen Armen empfängt. Es ist zwar schön, dass diese Räume bestehen und dass es dafür Freiwillige gibt, aber sollte es nicht an den großen dominierenden Plattformen sein, Räume für diese Gemeinschaften zu schaffen oder vielmehr dafür zu sorgen, dass im Mainstream Raum für diese Menschen ist? Wenn nicht mehr schwarze Frauen auch an diesen Plattformen arbeiten würden, hätten wir dann nicht insgesamt bessere Plattformen für alle? Brandeis, ich denke, du kannst diese Frage vielleicht am besten beantworten, und dann kommen wir zu den anderen Panelistinnen. Das ist immer eine Debatte. Wie kann man inklusiv arbeiten? Und da muss ich erst einmal einen Schritt zurück machen und sagen, all diese Systeme wurden überhaupt nicht entwickelt mit einem Gedanken an schwarze Frauen und auch nicht mit LGBTIQA+. Die wurden nicht mal auch nur für Frauen konzipiert. Das ist nicht für uns geschaffen. Und die Notwendigkeit, hier separate Unternehmen zu schaffen, das sich dann unter einer größeren Plattform befindet, ist eine Überlebensmethode, ist unsere Art und Weise, innerhalb dieser Räume zu navigieren und unsere Freude miteinander zu teilen, einander zu trösten, einander zu unterstützen. Und auf der einen Seite sind diese Parallelräume notwendig, auf der anderen Seite ist es aber sehr, sehr traurig, dass sie notwendig sind, dass das als Reaktion hier, wenn man zum Beispiel mehr schwarze Frauen, wenn die besser vertreten sind in technischen Berufen oder in Aufsichtsräten, wie man das erreichen kann. Das ist dann wieder eine der großen Fragen, auf die man zurückkommen muss. Und das erfordert wirklich ein organisatorisches Umdenken von oben nach unten. Und das erfordert eben wiederum, dass da ganz oben an der Spitze hier auch ein Umdenken stattfindet. Da müssen dann wirklich die Rolle und die Bedeutung der schwarzen Frauen von LGBT+-Gemeinschaften nochmal ganz nach vorne gerückt werden, ans Rampenlicht gerückt werden, berücksichtigt werden. Schwarze Frauen selbst können nur so viel tun. Und das liegt auch daran, wie die Gesellschaft als Ganzes uns wahrnimmt, vor allen Dingen als Freiwillige.
als Leute, die hier im Dienst der Sache stehen. Und das ist bei LGBT sehr ähnlich. LGBTIQA-Plus-Gemeinschaften und zum Beispiel auch in dem Bereich Sexworker. Und das sind wirklich Perspektiven, die die Gesellschaft hat in der realen Welt, die auch so in die virtuelle Welt übertragen werden. Und um hier wirklich auch sichtbar zu sein, vertreten zu sein, das muss es eine Verschiebung des Machtgleichgewichts geben. Es muss mehr als nur einen von uns geben. Wir müssen mehrere sein. Und wenn da nur einer von uns sitzt, dann hört man uns auch gar nicht zu. Das würde gar nicht reichen. Wir müssten mehrere sein und uns dann zuhören. Und nicht nur zuhören, sondern wenn wir sagen, da ist etwas nicht in Ordnung, dann reicht es nicht, wenn man uns zuhört. Dann muss dann auch dementsprechend agiert werden, dass man hier nicht darauf wartet, dass man hier Millionen und Abermillionen Beweise vorlegt und 5 Jahre wartet, bevor etwas getan wird. Nein, es muss jetzt agiert werden. Und all diese Fragen, die mit der Haftbarkeit einer Organisation zu tun, das ganze ewige Händeringen, dass man unglaublich viel Zeit verbraucht, bevor hier überhaupt Inhalte moderiert werden und Gesetze und Vorschläge diskutiert werden, das dauert einfach viel zu lange. Also schwarze Frauen können hier hilfreich sein, aber wir sind nicht der Dreh- und Angelpunkt hier. Ja, das muss über die dominierende Gemeinschaft laufen. Die muss die Entscheidung treffen, dass sie nicht länger schwarze Frauen, LGBTIQA-Plus-Gemeinschaften hier verletzen, schädigen und marginalisieren wollen. Das muss der Startpunkt sein. Was macht die dominierende Gemeinschaft? Alle anderen arbeiten schon daran. Jetzt muss die dominierende Kultur die Arme hochkrempeln und selbst arbeiten. Loslegen. Nicht darauf warten, dass alle anderen arbeiten, sondern arbeiten. Und ich schalte jetzt wieder einen Gang runter. Ja, war aber sehr, sehr schön zu hören. Shakira, gleiche Frage auch an dich. Was denkst du hierzu? Wie siehst du das mit den parallelen Plattformen? Da wir ja auch wie es mit den Freiwilligen haben, oder bist du auch der Ansicht von Brandeis, dass hier vor allen Dingen es an den dominierenden Plattformen ist, hier jetzt zu agieren? Ja, beides eigentlich. Die Plattform, die du als Alternative angesprochen hast, als jemand, der sich mit derartigen Plattformen befasst, muss ich sagen, dass die notwendig sind und dass man sich da nicht unbedingt auch selbst kontrollieren muss. Das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass das auch Teil der Inhaltsmoderation ist, dass die Leute sich auf eine Art und Weise präsentieren, von sich aus, um zu verhindern, dass sie zensiert werden. Und das schadet natürlich ihrer Authentizität. Und das ist virtuell wie auch im realen Leben. Und das dann, was nun die Diversität angeht, dass es hier wirklich die Arbeit, dass es nun an der dominierenden Kultur ist, hier zu agieren, dem stimme ich absolut zu. Mir gefällt die Idee, die Grundphilosophie, dass es hier eine Moderation gibt, wie bei den Community-Centern, wie auch schon von Wikipedia gesprochen wird. Wer hat die Zeit, hier freiwillige Arbeit zu machen? Wer hat hier unbezahlte Stunden zu leisten? Wer hat die Zeit, um diese Stunden da reinzustecken? Leute, die schon Geld haben, Leute, die schon privilegiert sind. Und das verstärkt nochmal die Problematik, die wir bereits sehen. Dann, was die Frage angeht, dass es an den großen Plattformen ist, hier einen Wandel herbeizuführen, ja, da frage ich mich, welchen Anreiz haben die denn dafür, gerade im Hinblick auf den globalen Kapitalismus? Und in einem Umfeld, wo diese Unternehmen sehr viel Geld wert sind und dass das für den eigentlich sehr, sehr recht ist, selbst wenn das vielleicht schlechte PR ist. Das Anreizmittel für die ist immer Geld. Entweder es kostet sie Geld. Also man muss entweder dafür sorgen, dass sie Geld kostet, wenn das weiter schlecht ist, oder das Geld für sie darin zu holen ist, wenn es besser wird. Sonst wird da nämlich keine Veränderung eintreten.
could chime in. Wenn ich da ganz kurz etwas dazu sagen könnte. Ich stimme Shakira vollkommen zu. Aber zusätzlich zur Strafe, die da kommt in diesen Gesetzen, ja, da geht es ja immer um ja, 5%, 10%, aber da braucht man noch viel mehr, denn diese 5 oder 10%, ja, die machen den Unternehmen gar nichts aus. Und wenn man das einfach mal mit dem Schaden vergleicht, den Menschen erleiden, von dem sie sich teilweise nicht erholen, dann ist das überhaupt nicht vergleichbar. Das heißt also, wenn wir auf der einen Seite den Schaden der Unterdrückten haben, aber auf der anderen Seite auch einfach nur eine mickrige Strafe, dann haben wir hier es gleich mit einer doppelten Diskriminierung zu tun. Denn das Geld wird ja auch nicht einmal dazu verwendet, dass diese Menschen wieder auf die Beine kommen. Wir müssen uns also neu organisieren. Wir müssen uns überlegen, wie wir sicher gehen können, dass wir nicht nur auf Freiwillige uns verlassen und vor allem, dass das Geld, das mit diesen Strafen dann eingetrieben wird, auch dann in Organisationen fließt, die gegen diese Maßnahmen vorgehen. Man kann Teilnehmende von einer Plattform hier verbannen, aber wieso kann man denn nicht eine Plattform aus der Gemeinschaft der Menschen verbannen? Ja, man sollte sie doch einfach bestrafen. Ja, es wäre interessant, zu sehen, welche Mechanismen dafür vorhanden sind. Vielleicht müssen wir uns auch das Geschäftsmodell ansehen, das unter oder hinter den Beiträgen steckt, die wir lesen. Es handelt sich ja um ein Geschäftsmodell, das problematisch ist, denn es geht wirklich darum, extreme Beiträge zu verstärken und diese extremen Beiträge sind dann oft auch diskriminierend. Ja, Christina, da wollte ich Sie auch ganz kurz dazu fragen und zwar geht es darum, ob das Geschäftsmodell vielleicht verändert werden könnte und damit das Problem gelöst werden könnte, statt sie einfach nur zu bestrafen. Ich wollte nur ganz kurz sagen, vielen, vielen Dank für diese Debatte. Vielen Dank auch für die Arbeit, die Sie zum Thema Freiwilligenarbeit hier geleistet haben. Ich möchte noch einmal ganz kurz unterstreichen, dass es wichtig ist, dass Geld dann auch verwendet wird, um Diskriminierung vorzubeugen. Und leider haben keine der Gesetze, die hier derzeit diskutiert werden, das mit ins Auge gefasst. Hey, Timo, ich überlege hier gerade, wie man Plattformen mehr zu Sozialdemokraten machen könnten, also zum Kern der Sozialdemokraten. Ja, wir haben den Markt, aber wir müssen auch sozial sein. Man muss die beiden irgendwie miteinander vereinen können. Ich wollte diese Idee einfach kurz mal ansprechen. Was meinen Sie denn dazu? Wir brauchen doch sozialdemokratische Plattformen. Was halten Sie davon? Timo, bitte. Vielen Dank. Ja, natürlich. Wir brauchen diese Art von Plattformen. Sie müssen demokratisch sein, sie müssen sozialer sein. Und community-basierte Plattformen sind aus meiner Sicht eine wirklich großartige Idee. Diese Plattformen sollten gerichtet sein auf Menschen, die Ideen austauschen möchten, die debattieren möchten und sie sollten eben nicht ausgerichtet sein auf einen Unternehmensgewinn. Wir müssen sicherstellen, dass sie kompatibel sind mit dem Gesetz über soziale Dienste. Ich werde mir auf jeden Fall ansehen,
Entschuldigen Sie mich. Ich möchte mir die Moderationspraktiken in diesem DSA, dem Digital Service Act, ansehen und schauen, wie man sich dort umsetzt, wie sich das dort umsetzen lässt. Ich denke, dass es wichtig ist, dass es auch einen Austausch zwischen verschiedenen Plattformen geben kann. Zum Beispiel sagen wir einmal, dass alle Freunde und Kollegen sich auf einer Plattform befinden, man selbst aber die Atmosphäre dort nicht mehr erfahren möchte, weil man sich dort unwohl fühlt oder weil dort Diskriminierung passiert, dann sollte man auch die Möglichkeit haben, sich auf eine andere Plattform zu begeben, dorthin zu wechseln, aber auf irgendeine Art und Weise immer noch mit der anderen Plattform verbunden sein können. Und ja, jetzt zurück auf Ihre Frage zum Geschäftsmodell. Das war in meinem Bericht eines der Hauptthemen und das Europäische Parlament hat die Vorschläge auch unterstützt und wollte die Europäische Kommission dazu auffordern, Maßnahmen umzusetzen. Und es ging dort vor allem auch darum, dass die Plattformen unsere persönlichen Daten sammeln, um dann Geld zu verdienen über Werbung, dass sie Maßnahmen umsetzen, um uns auf den Plattformen längere Zeit zu haben, damit sie dann mehr Werbung an uns projizieren können. Und es geht hier vor allem um die Verwendung von Beiträgen, die teilweise zwar unterhaltend sind, aber oft auch schädlich sind oder schädigend sind. Und hier zeigt sich wirklich, dass das Geschäftsmodell stark beeinflusst, wie und was wir dann online auf diesen Plattformen zu sehen bekommen. Leider hat die Kommission in ihrem Entwurf meine Vorschläge nicht vollständig hier umgesetzt. Wir führen die Debatte im Europäischen Parlament fort und wir hoffen, dass wir diese personalisierte Werbung dann aus diesen Plattformen entfernen können und auch nachhaltigere Geschäftsmodelle erreichen können und vor allem sozialere Modelle. Vielen Dank und ja, das würde dann natürlich zu besserem Content führen, besseren Beiträgen und besseren Modellen. Ja, wir haben nur noch 2 Minuten Zeit. Shakira, können Sie vielleicht eine ganz kurze Schlussmeldung hier von sich geben? Ja, ich möchte ganz kurz noch einmal auf das eingehen, was Timo gesagt hat, zur Nachhaltigkeit dieser Modelle. Und ich fand das sehr interessant, was Sie zu diesen Geschäftsmodellen gesagt haben, vor allem, dass diese Modelle oft ja auch ihre User und Userinnen ausnutzen möchten. Wir haben es hier mit einem Modell zu tun, das nicht demokratisch ist, denn es sammelt unsere Daten und verkauft sie dann weiter. Es ist also eine Art von, ja, Eintrittsgeld, das man hier zahlt. Und das sollte bei einer demokratischen Institution natürlich nicht der Fall sein. Christina, bitte, ein Schlusswort. Ja, Investition in Community Management und vor allem gute Gehälter für diese Manager. Und vor allem müssen die Dinge dann angepackt werden. Sie, diese Community Manager, müssen sich dann dafür einsetzen. Vielen Dank. Brandeis, Sie haben das letzte Wort. Bitte halten Sie sich auch kurz. Ja, wir haben vieles angesprochen. Haben wir irgendetwas vergessen? Haben Sie mich gefragt, was wir nun tun möchten?
Ganz genau. Ja, ich denke, der nächste Schritt muss also sein, dass wir die Lektüre oder dass wir die Berichte alle lesen und studieren sollen, dass wir uns mit der Zivilgesellschaft in Kontakt begeben, dass wir versuchen, wirklich auch eine Wirkung zu erzeugen. Vielen Dank an alle, vielen Dank für die Debatte, vielen, vielen Dank, es war wirklich wunderbar. Vielen Dank Brandeis, vielen Dank Christina, Shakira und Timo, natürlich auch vielen Dank an Sabine für die Organisation, vielen Dank an unsere Dolmetscher und natürlich auch an alle Teilnehmenden im Publikum. Wir konnten leider nicht auf alle Fragen eingehen, ich habe es versucht, ich hoffe, dass ich aber viele der Hauptpunkte mit angesprochen habe, Transparenz, Netzwerkeffekte und so weiter und so fort. Ich glaube, wir haben wirklich in dieser kurzen Zeit, in dieser Stunde, sehr viele der Themen angesprochen. Vielen, vielen Dank. Ich könnte noch lange hier sein und weiter diskutieren. Es war wirklich sehr unterhaltsam, sehr interaktiv und natürlich auch sehr wichtig. Ich hoffe, dass wir hier auch wirklich für einen interessanten Abend hier in Brüssel und natürlich einen interessanten Morgen in Washington gesorgt haben und auch einige der Parallelen auf beiden Seiten des Atlantiks angesprochen haben. Es geht hier nicht nur um ein lokales, sondern um ein globales Problem. Damit vielen Dank, noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.